Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte, wir spielen Fable 3. Wir sind noch nicht ganz fertig mit diesem Beziehungsquest, die wir da übernommen haben. Müssen noch einige abgeben. Auf der Karte haben wir die auch gesehen, diese Ausrufezeichen, die da über den Köpfen der Leute Da schweben. ist er. Also einer war auf der Brücke, da hinten ist die Frau, Das liegt glaube am ich. Boden. Ich muss das Zeug schon fast verschenken. Nee, ne? Wenn ihr nicht findet, was Nee, ihr ist eine sucht, Hausfrau, lohnt die sich der Kauf nicht. Wir denken. Ganz schön viel los hier auf der Ja. Brücke, Ja. Die war doch vorhin Ja, aber auf der Brücke. hier sind ja immer die Ausrufezeichen. Die helfen ja auch. Kann ja weit laufen, ne? Sofern es nicht gerade Sachen sind, die von wegen uns dazu verdonnern wollen, Kuchen zu backen oder Kartoffeln zu reiben oder sowas ähnliches. Wärt ihr an meiner Stelle, würde ich euch etwas Gold Ach geben, hier, ja, damit ihr euch klar, Schuhe kaufen könnt. Möbelladen. Ja, genau. Ihr habt den Auftrag erledigt? Ja. Sehr gut. Vielen Dank dafür, meine Liebe. Gut. Top-Angebote! Das ist Ich der bin ein Klamottenladen, Glückspilz, nicht der dass ich euch zur Möbelladen. Freundin habe. So, Hallo, dann gucken wie. wir, was haben wir noch? Ah, das ist die Das ist Söldner-Tätowierung, die wo Pepe immer sagt, die ist Söldner-Tätowierung. so teuer. Hier ist Ja. Karen. Ist auch nicht gerade billig. Jo, Was denn? gut. Ja, ich muss nur immer ein paar Mal drücken, Ach so. Das ist bis ich toll. wieder Vielen Dank. rauskomme. Ich muss ein paar Mal drücken, bis Bis ich zum nächsten hinkomme. Mal. Guck mal, es gibt Geschenke. Ich habe hier etwas Danke. für euch, Ja. meine Liebe. Oh, Dankeschön. danke, Wir gehen noch danke. bankrott, wenn sich die Lage Hier nicht ist bessert. er. Und wir sind Ah, Möbelladen. hier. Habt ihr alles abgeliefert? Gut. Danke, Freundin. Oh, das ist ein 38. einmaliger Wenn wir Schlussverkauf. 40 haben, dann gehen wir uns den Elektrifizierer kaufen. Elektrifizierer? Ja, da war doch eine Truhe mit irgendwas mit Elektroschock oder so. Ah. Aber der hat doch 40 gekostet. Ach ja. Deswegen müssen wir jetzt erstmal auf die 40 sparen und möglichst nichts allzu Gefährliches machen. Denn wenn man stirbt, sind alle erworbenen Siegel weg. Was? Ja. In diesem Spiel sowieso? Du Ja. nützt auch kein Speichern? Nein. Was? Ist ja wirklich gemein. Ist das immer dem ganzen Spiel so? Ja. Dann kannst du wieder neu anfangen. Na, nicht ganz von vorne. Die Siegel sind weg, die man Ach. bis dahin erworben hat. Oh, das ist Also ja eine unsere Schweine. Da 38, müsste man die die wir Siegel ja auch jetzt immer. haben, die wären dann weg. Da müsste man die Dann hätten Siegel wir wieder immer null. investieren gleich. Richtig. Ja, das sollten wir ja auch Aber wenn wir machen. 40 bezahlen müssen und 38 haben, dann. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ja. Ich verstehe. Die sind ja gemein. Oh, die Pfandlei kostet 142.000. Da ist noch jemand. Na. Ja, nichts für hin. Joe. Also auf zu Joe Joe. sieht aus wie ein Kind von oben. Hallo, komm mit, Kleiner. Wo ist Joe? Sunny Boy. Die Geschäfte laufen schlecht wie nie. Die Konjunktur ist so schlecht. Wo ist Joe? Bin böse bis zum Ende. Pass mal auf, was passiert. Besseres Essen Die kriegt beste ihr Ware im nirgends. Wenn Hier ihr gibt viel es nur Gold mir. ausgebt, kann ich mehr Nachschub kaufen. Also los, gebt viel Kann aus. sie meinen? Etwas Ja, gut. Ach ja, Auftrag ja. erledigt? Prima. Ja. Dann sind wir jetzt also Freunde.
Ja. Ja. Das war jetzt ein Ausrufezeichen. Ich 39. Lasst mich nicht warten. Ich kaufe Sachen, die ihr nicht braucht. Ich zahle gut. Wie geht das? Gegenstände. Haben verkauft. Wir eigentlich Sachen, die wir verkaufen können? Moment. Hä? Untersuchst du jetzt einen blöden Ehering? Verliese dunkel und feucht oder gibt ich versuche rauszufinden, was ist kaufen, was ist verkaufen. Hier ist Geschenke. Du guckst gerade einen Ehering an. Gebotene Summe 155. Besonders Angebot. 10% zusätzlich steht da. Ist ja nicht zu fassen. Kann ich euch helfen? Hi, ich suche nach etwas ganz Bestimmtem. Ich bringe euch das mit unseren Spirituosen. Kann? Da sind ja deine ganzen Sachen, deine ganze Ausrüstung. Ich schon wieder. Ich kaufe gerne ein. Also jedenfalls... Was passiert, wenn ihr euch... Ach, wie machst du das denn? Und plötzlich aufs Klo müsst. Hier oben. Tränke und Nahrungsmittel, Geschenke und Verschiedenes. Und hier habe ich Ehering. Wenn man genug Gold hat, um nicht zu hungern, reicht das doch, oder? Nichts. Aber... Wie hast du das denn hingekriegt, dass da plötzlich die ganzen Klamotten aus deinem Schrank drin hier stehen? Jetzt haben wir da so einen komischen Engel da. Wie hast du denn den geschafft? Ich kaufe alles. War der vorhin auch schon da? Der war vorhin schon da. Ich habe nur den Ring gesehen. Aber ich verstehe das. Das weißt du aber nicht mehr, wie du das gemacht hast. Nee. Hey, was machst du denn? Ich bin rausgegangen. Gegenstände verkaufen. Ja. Ach, du hast einen Ehering, ja, dabei? Meinen tollen alkoholischen Getränk. Warum willst du den verkaufen? Nö, will ich ja nicht. Ich will gucken, was ich verkaufen habe. So. Nee, Tränke will ich ja gar nicht verkaufen. Ach, hier sind die ganzen Tränke dann und so. Und hier sind die ganzen Kleidung, die du alle hast. Ja. Klamotten will ich auch nicht verkaufen. Nee, man weiß ja nicht, was man wieder braucht. Kann ich euch helfen oder seht ihr euch nur um? Ach so, das ist wieder der Auftrag. Mann, prima, das ist irritierend, wenn da oben steht, kauft die Söldner-Tätowierung. Überseh die einfach. Mit euch Geschäfte zu machen? Der Pfandleiher hat 25.000. Ja, wir hätten das auch ganz gerne. Das Vagabundenkostüm. Warum kann ich das nicht durchschalten? Hä? Ich unser Lager ist leer. Weiß hier, ich zurück werde mit ich B. Ich euch für einige Dinge mehr geben. Ja, jetzt geht's. Na gut. Also hier kannst du Sachen abliefern sozusagen. Ja. Hier kann ich sagen, du kannst dir ja auch einen neuen Kopf geben. Eigentlich wollte ich ja gucken, ich habe ja Gagat und sowas, aber du hast Steine. Das tauchte gar nicht auf. Ich glaube, als Pfandleiher würde die Steine vielleicht nicht annehmen, oder? Was sagtest du? Naja doch, er kann ja, warum soll er die Steine nicht annehmen? Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Danke, komm bald wieder. Guck mal, hier gibt es ganz viele Flaschen. Vielleicht ist das Wein. Auf der einen Seite sieht nach Bier aus. So schlecht, dass ich meine Ware praktisch verschenke. Wir denken ganz genau. Hier gibt es Spirituosen. Ich wünschte, ich wäre Königin. So ganz ohne Sorgen. Ach so. Das Geschäft ist am Tiefpunkt. Das brauchbar ist, erscheint auf dem Steuerkreuz, wenn man es im Kampf braucht. Ihr findet keine leckereren Getränke als meine. So. Hammelfleisch. Sieht so kalt aus. Ich mag Hammel nicht kalt. Ja. Nee, wir müssen sparen. Was machen wir denn? Ja, wir können jetzt eigentlich nur... So, aber haben wir jetzt alles abgegeben hier? Oder fehlt da noch irgendjemand? Ich glaube, wir haben hier alles. Guck mal doch ja, mal. Ja, mit dem Glauben ist halt so eine Sache. So, da hinten ist noch ein Ausrufungszeichen. Hä? Ach, das ist immer noch die Söldner-Tätowierung. Die geht nicht weg, bevor du den nicht gekauft hast. Dann wäre unser ganzes Geld futsch. Mann. Das ist aber eine Quest. Ja. Na gut, dann kaufen wir sie eben, wenn es denn sein muss. sind wir wieder pleite.
Ja, dann sind wir umso eifriger dabei, Geld zu verdienen. Stimmt's? Und wo ist die komische Söldner-Tätowierung? Hier ist ein Söldner-Bart. Nein. Da ist gar nichts. Nein, nichts, nichts. Die Tätowierung ist wahrscheinlich gar nicht hier, ne? Die war doch nicht. War die hier? Oder war die hier an dem getauft? Typen da, an der Figur, die da steht? An der war das. Das also, das gefällt mir. Ja. Ja. Dann müsstest du in der Ankleide unseres Unterschlupfs können wir die dann. Mich nicht betteln. Sie hätten mir aber auch was vererben können. Ah, immer ein Vergnügen, ja, euch zu dienen. Tja, werden wir kaufen müssen. Kannst doch kaufen. Kauf 10% eine. Rabatt. Muss ja nicht alle kaufen. So. Naja. Sind wir eine Menge Geld losgeworden. Ja, was soll's. Und der Söldnerbart, den werden wir wahrscheinlich auch mal brauchen. Ne? Ich überlege, Kinder, ja, zu da verlieren. Oben steht's. Kauft den Söldnerbart. Ja. Wir sind gleich wieder ich pleite. Hoffe, ich kann euch heute helfen. Mann, es reicht. Mehr brauchst du nicht zu kaufen. Mehr kannst du auch gar nicht kaufen. Es scheint alles zu haben, was ihr für eure widerwärtige Söldnerverkleidung benötigt. Ja, recht hast du. Danke, dass es uns noch sagt. Zurück, wenn ihr euch umziehen möchtet. Ja, Jasper, machen na wir. Na gut. Mach mal, was mache ich denn ich hier? Ich weiß nicht, was du machst. Sehen. Hi. Sie wollte es wahrscheinlich rüber. Etwas ganz Bestimmtes. Muss sie immer noch dran gewöhnen, ne? Noch nicht wonach. Ja. Ja, dann sollten wir mal hin. Wir können ja erst jetzt. Ich muss noch. Anlegen, sozusagen. Und suchen euch eine Verkleidung, ja? Ja, gut. Wir machen das. Es scheint dir viel Spaß zu machen. Du musst dich ja nicht verkleiden. Ich meine, ich mag verkleiden auch, aber doch nicht so. Warum schmückt die Büste dort? Ja. So. Sie schmückt sie, war wie du meinst. Was schmückt sie na uns gut auch? Tragen. Steht sie ja richtig gut. Mann, sieht sie aber gut aus. Ja, sie hä? Sieht toll aus. Lass es so. Nicht gerade traditionelle Damenbekleidung, aber so könnt ihr euch unbemerkt unter Sakers Männer mischen. Kommen wir zur Tätowierung. Genau. Wenn wir dich nicht hätten. Ach so, ich muss hier ja. Tätowierungssatz. Na gut. Söldner. Ja. Tragen. Ja. Ja, und jetzt? Diese Tätowierung wird die Söldner bestimmt davon überzeugen, dass ihr zu ihnen gehört. Aha. Oh ja. Gut. Hast du die jetzt an? Müsste ich. Hast gucken. Du rechte Arm oder? Halt. Lass gucken. Ja, aber hier steht 1 von 1. Also gehe ich mal davon aus, dass sie die jetzt hat. Oder? Ja. Tragen. Ich kann es ausziehen. Also habe ich es an. Ja. Was meinst du denn, hä, Freund? Ich weiß hättest ja du dir auch nicht vorgestellt, dass die Prinzessin mal so rumläuft? Hm? Ja. Na, kannst nicht mehr laufen? Was ist los hier? Hä? Das liegt an dem Bart. Durch. Da muss sie sich erst dran gewöhnen und an der Tätowierung. Außerdem weißt du dann, wo du raus musst hier? Ich komme nicht raus. Dann kommst du, musst du vielleicht auch gar nicht hier raus. Sprich nochmal mit ihm. Vielleicht liegt es daran, dass wir nochmal mit ihm reden müssen. Nee. Hallo. Was meinst du denn? Bluff. Ja. Ich verstehe nicht. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich kann hier durchschalten. Kostüme, Frisuren, ja, Schminke, genau. Gesichtsbehaarung. Okay. Den haben wir ja schon an. Hm. Tätowierungssätze. Verstehe ich nicht. Tragen, ne? Oder? Ja. Rechter Arm. Ja, habe ich an. Ich kann ja, ausziehen. Ich kann sie nicht sehen, aber gut. Tragen.
wiederherstellen. Ah ja, sehr. Siehst du, ach, das musst du zuerst. Zu diesen Monstern ja. passen. Das hättest du noch gar nicht gemacht. Dann kümmern, oder? Nee, ja. Das will ich jetzt aber noch. Dann lassen nee. Wir dich nämlich nicht wir raus. Wir brauchen noch. Ja, jetzt kannst du erst jetzt raus. Verstehst du? Das war nicht fertig. Raus. Das habe ich mir schon gedacht. So. Du kannst machen, was du willst, du musst ja nicht gleich zu dem Säger gehen. Nee. Kannst nicht speichern. Puh. Was willst du machen? Sag's ich uns. Guck mich mal um, guck mal, hier haben wir Geschenke. Ah, na dann gucken wir uns die an. Geschenke sind immer willkommen. Parfum. Oh ja, ah. Genau, das richtige Söldnerparfum. Ups. Wow, danke. Wow, kann man 159 brauchen. Gold. Und nochmal 109 Gold. Ja, nicht übel. Wir na, so wenigstens Geld wieder ein bisschen Geld in der Tasche. Unser Hund ist total erschöpft, er schläft. Ja, dann gucken wir mal auf die Karte. So, wir haben Paul haben wir ein Ausrufungszeichen. Wo denn, was denn? Ich sehe aber nichts. Erscheint das. Da ist es. Da ist was. Ach so, ja. Das ist der, ja. Das ist der Dämon. Aber das scheint im Moment der einzige zu sein. Ja, so in Ordnung. Dann gucken wir mal hier im Mistpeak-Tal. Was haben wir hier? Da hast du Trag das Söldnerkostüm. Ja, das habe ich ja. Da ist wohl Saker zu Hause. Ja, ich denke mir auch. Sonst würden sie es ja nicht gerade hier schreiben. Trag das Söldner. Und die Dämonentür. Ja, haben wir hier noch was im Vagabundenlager? Nee, dann wäre ja ein Ausrufungszeichen drüber. Sehe schon. Ja, wir werden wohl hin müssen. Du willst nicht zur Seeker. Du musst es nicht so rausdingsen. So oder so bleibt es dir nicht. Ja, ich will jetzt so meine 39 Siegel nicht verlieren. Du verstehst? Ah, du hast Angst, dass du gegen ihn verlierst und dass du dann deine Siegel alle verlierst. Und guck mal doch mal bei dem Dämonentor, was da eigentlich war. Was wollte der haben? Der wollte ein große Liebe, ein weiteres glückliches Liebespaar haben. Aha. Damit können wir nicht dienen. Na gut, dann müssen wir hier hin. Was soll's? Hätten wir irgendwas anders machen können? Das habe ich gerade gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Ach so. Dann nützt ja Speichern auch nichts. Von wegen leuchtender Pfad. Danke. Tja. Hi Jimmy. Na, ein paar Vagabunden erledigt? Nur herein. Ja. Hey, Knornig sind unsere besten Freunde. Vorübergehend aber nur. Ja, ist schon gut. Du fällst ja noch auf, Hund. Und wir müssen dann darunter leiden. Hier, nix. Das ist kein Karton, das sind alles Bäume, die sie abgeschnitten haben. Abgehauen. Ja, da ist auch nichts weiter. Ach, hier oben. Aha. Hallo, wer bist du denn? Ich habe mich etwas an der Kante verhakt. Mit dem kann ich gar nicht reden. Lass den in Ruhe. Wehe, du beißt ihn. Nicht beißen, Sunny. Genau, das haut der zurück und dann bist du tot. Das magst du bestimmt nicht. Speichern. Ah, speichert, das ist schon mal gut. Und, war viel los bei euch? Nö. Bei mir auch nicht. Ich wäre vielleicht besser bei meinem Vater eingestiegen. Es war jetzt so schnell vorbei mit den Wenn ihr und so. Ich habe ihn als Verkäufer gesehen. Und es ging ja auch nicht mehr, nachdem ich ihn getötet hatte. Oh, ach, Pech. Ach, hat er seinen Vater getötet? Naja, wer weiß, was für ein Typ das war. So schüchtern, Jimmy, kommt! Komm, wir gehen hinter ihm her und gucken, was er hat. Hey, Jimmy! Hier, Mann! Sommer ist tot. Du bist Jimmy, hä? Ja, kenn dich scheint alle. So.
so schüchtern, Jimmy. Kommt! Nicht so schüchtern, ja, Jimmy. Gut, ich komm. Jimmy schon. Ist ja nicht schüchtern, der kommt schon. Nicht so schüchtern, Jimmy. Kommt! Ja, ist gut. Hallo, Kumpel. Jimmy, hey, hier drüben! Jimmy, zeigt Stills mal, was ihr immer macht. Ihr wisst schon. Was denn? Hä? Furzen. Ah, sie ist geübt. Ich bin auch andersrum. Oh, ich glaube, mir wird übel. Geh weg hier. Sieh ab, dämlicher Köter. Geh nicht zu nah ran, vielleicht hat das verdammte Vieh Tollwut. Wie nennen wir ihn denn? Wie wär's mit Gilbert? So wie der, der uns reinlegen wollte. Dann macht es mir Spaß, ihn zu töten. Mag Wolfie seinen Käfig nicht? Wolfie? Nein, nein, Gilbert! Er sieht nicht wie ein Komm, lass uns abhauen. Ja. Der Hund spielt verrückt. Ja, ja. Aber das war doch wohl Seika. Wart ihr in Brightwall auf Sauftour? Lasst euch bloß nicht einreden, alleine zu trinken sei schlecht. Eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Also dann mal rein mit euch. Ja, gut. Die Höhle des Löwen. Tja, jetzt kannst du zeigen, was du schon gelernt hast. Tja. Euch habe ich erwischt. Auf jeden Fall hat das vorher gespeichert. Das kann man an der Stelle immer wieder laden. Das ist ja. Auch nicht Seid ihr es wirklich? Irgendwas ist anders. Habt ihr schon immer diese Augen? Nee, vorher nicht. Wir haben zu viel gesoffen. Jimmy hat blau-violette Augen. Duftende Lavendelblüte. Das ist nicht Jimmy. Nicht Jimmy! Ja! Lass die Zähne knabbern! Hey. Toll. Wie kam denn das jetzt? Du hättest ja vielleicht gar nicht erstmal auf den zugehen sollen, oder? Ich schätze, das werden wir nochmal einladen. Das werdet ihr bereuen. Ich kann auch gar nichts finden. Die schießen auf dich, pass auf. Die schießen. Ach, Mann. Wo ist jetzt noch einer hier? Irgendwo schießt jemand. Aber wo? Ja, da schießt doch jemand. Man kann hier aber auch nichts sehen. Nee. Schießt da immer noch jemand? Nee, im Augenblick nicht. Ich muss mal gucken. Aha. Ah, gut zu wissen. Was denn? Ach, du musst die alle zerstören. Ah. Da ist die Kanonenkugel. Also die Kanone, meine ich. Aha. Wir sind ja wohl hierher gekommen. Da schießen die. Pass auf, die schießt auf dich, die Kanone. Ja. Du kannst ja so nicht schießen. Na, so geht es nicht. Ich glaube, du musst... Oh Mann, du hast es gut geschafft bisher. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen verwegen, oder? Aber ich glaube, du bist doch nicht... Ich bin ein bisschen aus der Übung. Das heißt aus der Übung. Du kannst das überhaupt, das bist du gleich weg. Ach, jetzt... Mach die Pferde nicht scheu, Mann. Dabei. Du musst diese Kanone, glaube ich, irgendwie... Vielleicht kannst du die umdrehen auf die schießen. Nee. Also du kannst mit der Kanone nicht schießen, oder? Nein. Schade.
Oh, nicht so ein Spiel. Mann, ich kenn's ja nicht. Schlag dir nicht, kleine Hühner. Hey, Magie nutzen ist unfair. Sie hat euch eins Weiß doch. Was hast du gut hingekriegt bisher? Hätte ich nicht gedacht. Hey, pass auf, da sind noch zwei. Mann! Gut. Wir können unmöglich verlieren. Wir sind knallharte Söldner. Wo sind wir? Da ist noch einer hier. Dreh dich um, hier. Nein, du triffst ihn nicht. Nein, du triffst ihn auch nicht. So. Na. Jetzt aber. Au. Ja, das war ja ein Ding hier. Das war nicht so gut. Das wolltest du ja eigentlich selbst in die Luft springen, damit der tot ist. Naja, jetzt ist erstmal Stille. Bis auf unseren Hund natürlich. Aber ich bin nicht sicher, ob hier nicht noch einer ist. Ich war tot. Hä? Ich habe gerade gesehen, wir haben kein einziges Gildensiegel mehr. Aha, na gut, dann ist Pech. Mist. Ja, da kann man jetzt nichts machen. Aber das kannst du dich auch nochmal tätowieren. Toll. Findet Hauptmann Selka. Den hast du noch gar nicht gefunden. Scheint so. Das ist sowieso egal. Das hast du ja sowieso deine Punkte verloren. Das kannst du ja auch wirklich. Tötet den Jimmy nachmachen. Na guck mal, da sind sie. Da siehst du sie nicht. Wo denn? Da oben, dir genau. Da oben zwei Stück. Jetzt kommen die anderen alle. Die anderen waren vorher schon da. Nein. Du hast sie nicht mal gesehen. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen, damit wir die Siegel wieder kriegen. Hier siehst du. Da oben sind immer noch welche, du weißt es. Ja, ist ja gut, Mann. Hier, du siehst, ich habe kein einziges Gildensiegel mehr. Ich weiß nicht, wo die Lebenssiegel sind. Na, da links oben siehst du doch das Siegel. Ja, das ist und da stand vorher 39 drunter. Ach so, ich verstehe. Und jetzt ist es nicht mal mehr eins. Das muss man nicht dumm doch sagen, ich habe doch keine Ahnung. Eieiei. Das werden wir sowieso nochmal machen. Wusste? Nee, wieso? Na, um so Lebenssiegel wieder zu bekommen, hat er vorher gespeichert. Dann müssten die doch eigentlich noch da sein. Aber erstmal ist das gut, mal bis ich mal nachgeladen habe, Mann. Aua. Alter, jetzt aber auch nicht so. Oh Mann, da haben sie so einen armen Hund, Wolf. Hey. Ich komm nicht weg. Ja. Natürlich verlierst du die ja immer wieder da oben. Ich sehe das schon. Wenn wir euch die Finger abschneiden. Ihr könnt mich brauchen! Da ist immer noch der Wolf. Da müsst ihr leider auch tot. So, da ist noch einer. Noch ein Typ. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Hä? Ich weiß es nicht. Ach, ich bin irgendwo gegengekommen. Zeitverzögerung. So. Da bin ich auf die falsche. Bin aufs Steuerkreuz verrutscht. Interessant. Vor lauter Schießen und Hauen und so weiter. Ganz schön was los hier. Oh, ich finde, das hast du bisher ganz gut gemacht für jemanden, ja, der das noch nicht gemacht hat. Nein, Hund, wir haben jetzt doch keine Zeit. Das machen wir dann später. Kleiner. Da ist einer. Aber du kannst dich durch das Ding durchschießen. Hä? Wie siehst du denn? Ja, der hat gut daneben getroffen. Ja, da unten war ein Schatz, ich weiß. Aber ich hatte... Hä? Jetzt hier? Wo denn? Ja, unser Hund ist toll. Er hat keine anderen Sorgen, als einen Schatz zu finden. Vielleicht hat er deine ganzen Lebenspunkte wieder. Immerhin haben wir jetzt einen Schlüssel gefunden, Silberschlüssel.
sehen. Ich will dich ja jetzt nicht nerven, deswegen schweige ich erstmal. Dann werde ich dich später mal befragen zu diesem komischen Siegelpunkt, weil ich mich da nicht auskenne. So, aber erstmal wollen wir den Seker finden. Hey, das war ja, da hat jemand geschossen. Ey, der gerade aussehen, kannst du besser treffen, glaube ich. Bin in den Tisch. Ja, überhaupt treffen willst. Ja, ich muss dir erst mal wieder nachladen. Ja. Ich weiß, nachladen, das dauert ein bisschen. Sag mal, sind ja unendlich viele hier. Ha? Ja. Na, kein Wunder. Und immer kommt der Hund mit seinem Schatz. Ja, ist ja nett. Die Schätze sind ja nett, aber es kommt mir im Moment nicht so richtig gelegen. Eine Gesichtstätowierung. Die löst sich nur für die blöden Tätowierungen. Mir doch egal. Ja. Ich glaube nicht, dass sie viel bringt. So, hier geht es ja immer noch weiter. Ja, ja. Wo ist denn dieser? Du siehst, ich sehe sie schon, du ja auch, ne? Die ja. Sind ja hier an ihren Kanonen bleibt. Ja, jetzt. Wohin schießt du? Ja, gut. Hast den aber. So ist gut. Ja. Ja, jetzt halt, stopp, da kommt er nicht, kommt einer. Ey, wo schießt du? Du kannst gut. Also ich glaube, das habe ich letztens irgendwo mal nur in so einem Film gesehen, von Alters her, dass jemand sich umdreht und trotzdem... War dein Freund, so ist es. Jetzt ist er ein toter Freund. Nö, der liegt doch noch in der Kneipe, er ist nur ein bisschen nackig. Ach stimmt, das ist ja der. Hat er vielleicht sogar Glück gehabt, weiß man nicht. Ja, ist ein Schatz, ja. So viel Zeit muss sein. Eieiei. Ein Zeitverzögerungstrank. Ja, ich glaube, den können wir bestimmt öfter mal gut gebrauchen. Er hat schon mal wieder ein neues, schon wieder was gefunden. Ja, er will graben. Ah, eine nette kleine Pause. Eine Rückentätowierung. Du kannst dich total überall tätowieren lassen. Das wird was. Ey, hier, halt, stopp, schieß. Und du schießt immer nach hinten. Warum schießt du nach hinten? Weil man das so schlecht steuern kann, Mensch. Ach so. Trotzdem, ich glaube, mit dem Gewehr tust du dich ja besser als mit Pfeil und Bogen. Ha? Ich habe kein Pfeil im Bogen. Oh, Armbrust oder so. Ja, wir müssen hier gehen. Aber müssen wir doch diesen blöden. Da ist er. Meine! Ihr habt schon viele ermordet. Ihr gehört jedenfalls nicht zu Sabines Vagabunden. Das ist sicher. Aber ihr sterbt wie sie. Feuer. Ah, was macht ihr? Ey. Der kann auch zaubern. Oh, ich glaube es nicht. Oh, weia. Oh, ein exzellenter Schlag. Ich meine, jemand, der... Was kommen die anderen? Feige Hunde! Alle kämpfen jetzt gegen dich, das kannst du ja nicht schaffen. Ja. Was macht ihr? Steht jetzt einfach im Feuer? Also du hoffst, dass die nah ran... Das war's. Ja. Ja, schon wieder. Was habt ihr eigentlich schon mal getan?
Ja, ich muss auch sehen, dass ich da irgendwie Taktiken entwickle. Ja, ja. Hier zum Beispiel die Kleinen erstmal weghauen. Ja. Natürlich. Oh, aber der nimmt überhaupt keinen Schaden. Kann man den nicht irgendwann kaputt kriegen? Du kriegst den nie kaputt, glaube ich. Der nimmt keinen Schaden. Bist du da eigentlich noch nicht groß genug, oder? Das war die falsche Richtung. Den nimmst du auch manchmal die falsche Richtung. Und falsche Richtung ist vielleicht nicht so gut. Die wieder. Wie soll ich das denn machen, Mensch? Du hast es doch schon mal gemacht, oder? Du musst den Sarg, und der kann sich in der Zeit immer heilen, glaube ich. Oder? Ich habe keine gar nicht, wie der Ahnung. Aussieht. Ich weiß nicht, wie was. Ich weiß nicht, wie der Säker aussieht. Ich weiß genauso viel wie du. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hab schon mal wieder. Das ist schon gefühlte Ewigkeiten her. Ja, den Kleinen kann ich kaputt hauen, aber. Den nicht, also deswegen mache ich, da brauchst du was anderes wahrscheinlich. Ne? Oh nee. Sag mal, wie viele kommt denn da noch? Naja, je länger der Kampf gegen Säker dauert, desto länger dauert der Kampf eben mit den anderen auch. Die kommen halt immer wieder nach einer bestimmten Zeit, wenn Säker dann noch da ist. Ich weiß nicht, was die Uhr bedeutet hier. Ja, das ist Zeitverzögerung. Aha. Das ist die Sanduhr, habe ich mir gedacht. Das heißt, Mann, ich komme hier auch gar nicht mehr raus. Ich komme aus der Ecke nicht mehr raus. Das ist schon wieder. Warum kann ich dem jetzt nichts tun? Ich kann auch nur immer nach einer gewissen Zeit. Aber das scheint auch zu zaubern. Irgendwas tut er ja. Zaubert oder so. Ja, warum lebt ihr noch? Ich verliere immer wieder meine Fortschritte, aber ich kann dem nichts tun. Ich krieg den nicht kaputt. Stopp! Doch. Ihr gewinnt. Boah. Das ist euer Kampf. Tötet mich oder lasst es. Ihr habt die Wahl, meine Männer wissen das. Wir sind zwar nur Söldner, aber auch wir haben einen Ehrenkodex. Wie andere Soldaten. Wir verschonen die Vagabunden. Unabhängig davon, was ihr tut. Das ist das Versprechen eines Kriegers. Ja, ich würde ihn verschonen. Ne? Ja, ja. Danke. Das vergesse ich nicht. Lass die Fremde gehen. Naja, ich meine, sagen wir mal so. Das war ein harter Kampf, aber wir haben ja einen Erwischt. Du hast 95. Wir haben 95 Siege gewonnen. Ja, genau. Also im Grunde kannst du dich doch gar nicht beklagen. Also warum hast du immer rumgemeckert? Ja, gut. Ja, ja, weil so ich immer gestorben bin. Das bei uns zu, wie man es gehört hat. Aber ich muss unbedingt Heiltränke kaufen. Ja, die waren ja in 0, nix vorbei, aus, zu Ende. Und ich muss sagen, du hast sie doch gut geskillt. Ja, nee. Ein weiterer Schritt auf eurem Weg zur Herrschaft. Naja. Als ihr Säker verschont habt, hat viele seiner Anhänger gewonnen. Die Kunde eures Mitgefühls und eurer Stärke verbreitet sich. Na gut. Dann machen wir das noch. Als Abschluss sozusagen.
Guck mal, da steht sie oben auf dem Sockel. Ja. So, was haben wir hier? Oh ja, das brauchen wir unbedingt. Ja, auf jeden Fall, weil Nahkampfwaffe ist immer unsere letzte Zuflucht. Na, wir können ja gucken, was haben wir viele Truhen hier jetzt. Fernwaffen, Schusswaffe. Naja, ja, ich glaube, wir sollten den Zauber auch ausbauen. Ja, ich auch. Ja, jetzt haben wir nur noch 15 übrig, die heben wir dann noch auf, ne? Ja, ja, ich guck noch, was es noch an Angeboten gibt. Ja, das Angeboten auf jeden Fall. Will ich auch machen, ein bisschen neugierig. Laute verbessern, ja. Danke, braucht man nicht. Das kann ja vielleicht auch gut sein, aber... Konditor verbessern, nee, das, nein. Ja, es geht ums Geld verdienen, das ist vielleicht nicht schlecht, aber... Schmieden verbessern, nein. Familienpaket, Heirat, Haus kaufen braucht man. Ach nee, das brauchen wir. Haus aber, kaufen, ja. Nee. Liebhaber-Ausdrucksmittelpaket. Nee. Ist auch noch nicht so wichtig, wirklich. Nee, Liebesbeziehungen brauchen wir jetzt noch keine. Mhm. Da ist die Truhe hier erstmal noch viel wichtiger. Genau. Na gut, dann können wir jetzt Schluss machen. Jo, wir verlassen noch. Okay, wir verlassen hier noch das Gebiet. Also hätte ich ja nicht gedacht. Dass Pippa das schafft, ja. Ja. Aber er selbst auch nicht. Ich habe auch nicht mehr dran getan. Schon gut gemacht. Sieg in der Schlacht. Ich bin kein Nahkampfexperte, aber die Tatsache, dass ihr nicht tot seid, zeigt, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Mhm. Unfassbar, dass ich euch vor ein paar Tagen aus eurem bequemen Bett geworfen habe. Mir scheint, ihr habt zwei der Aufgaben erfüllt, die Sabine euch gestellt hat. Wenn ihr nach Brightwall zurückkehrt, wird Walter euch sagen, wie ihr die letzte Bedingung erfüllen könnt. Gut. Ja, gut. Das werden wir nächstes Mal machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.